Was du auf diesem Bild siehst, ist ein Riesenbovist. Ein Mann fand ihn, als er am Fluss angeln war. Dieser Pilz hatte einen Durchmesser von 205 cm und wog 23 Kilo. Wusstest du eigentlich, dass Pilze im genetischen Vergleich näher mit uns verwandt sind als mit anderen Pflanzen? Diese Schildkröte wurde am Strand in Nord-Wisconsin gefunden. In einer dänischen Kleinstadt am Meer wurde die größte Sandburg der Welt gebaut. Laut Guinness Buch der Weltrekorde ist diese Burg 21 Meter hoch und wiegt fast 5000 Tonnen. Und das ist Hyperion, der größte Baum der Welt. Diesen Küstenmammutbaum kannst du im Redwood National Park in Kalifornien, USA bestaunen. Er ist 115 Meter hoch und damit größer als die Freiheitsstatue. Stell dir vor, du gehst in den Garten und siehst einen fast 1 Meter hohen Löwenzahn. Ganz schön beeindruckend, oder? Vor allem junge Menschen überlegen oft, welchen Weltrekord sie brechen könnten. Vielleicht schneller laufen oder höher springen als der Rekordhalter? Oder wie wäre es mit der größten Wassermelone der Welt? Ein Buchhalter aus Tennessee hat das geschafft. Seine Wassermelone wog 158 Kilo. In Kanada gibt es einen zylinderförmigen Tank, der wie eine Cola-Dose aussieht und wird auch so genannt: The World's Largest Coca-Cola Can. Das ist Herkules. Laut Guinness Buch ist er die größte lebende Raubkatze. Herkules ist ein ausgewachsener männlicher Liger und lebt im Wildtierreservoir in South Carolina in den USA. Er ist 3 Meter lang, seine Schulterhöhe beträgt 1 Meter und er wiegt 418 Kilo. Kein Wunder, dass er täglich etwa 14 Kilo Fleisch frisst. Es ist witzig, eine Raupe auf einem Spielzeugbagger zu fotografieren. Diese Karotte steckte mit ihrer Wurzel tief in der Erde, und zwar so tief, wie der Arm des Bauern lang ist. Wenn du nur diese Kastanie essen würdest, wärst du wahrscheinlich pappsatt. Das sind wilde Beeren. Stell dir vor, du stehst an der Kasse und der Automat verweigert immer wieder seinen einzigen Zweck, den Barcode lesen. Dann bemerkst du, dass sich hinter dir eine Schlange gebildet hat. Mit diesem Barcode wäre dir das sicher nicht passiert. Das ist ein guter Barcode. Schau dir diesen Glückspilz an. Er hat nicht nur den größten Chip gefunden, sondern auch noch einen, der in einem Stück war. Da schmeißt wohl jemand eine Party. Ich wette, dein Blick fällt zuerst auf den Feuerlöscher auf dem Boden. Erst danach wirst du den Kleinen an der Wand bemerken. Dieses Streichholz und dieser Feuerlöscher könnten Verwandte sein. Die Traube aller Trauben ist da. Wahrscheinlich gab es in den letzten 15 Tagen bei jeder Mahlzeit Frühlingszwiebeln. Du weißt schon, um sie aufzubrauchen, solange sie noch frisch sind. Diese Familie konnte Limonade für die ganze Nachbarschaft machen. 2003 wuchs in Aaron Schimmels Garten die schwerste Zitrone der Welt. Der Umfang der Zitrone betrug 73 cm, sie wog 5 Kilo. Auch andere Zitronen an diesem Baum wurden ziemlich groß. Das ist ein riesiger Frosch. Ein guter Zeitpunkt, um mit dem Mythos aufzuräumen, dass du Warzen bekommst, wenn du einen Frosch anfasst. Dieser Mythos hält sich so hartnäckig, weil Frösche warzenähnliche Beulen haben. Diese normal großen Penne haben nicht auf die weisen Worte der längsten Penne gehört. Die längste Penne nennt sich selbst Penne Getty. Sie sagt, wenn du an dich glaubst, kannst du so lang wie Spaghetti werden. Wenn Erdbeeren deine Lieblingsfrucht sind, ist das ein Bild für dich. Sieht aus wie eine Schlange, ich weiß, ist aber keine. Rate mal, es ist eine Zucchini. Dieser Tannenzapfen sieht aus wie mit Photoshop bearbeitet, um größer zu erscheinen, ist er aber nicht. Eine Garnele, so groß wie deine Hand, was sagst du dazu? Eine starke Windböe und dieses Kaninchen könnte das erste sein, das fliegt. Schau mal, wie klein die anderen Dinge auf dem Bild aussehen. Der chinesische Riesensalamander ist einer der größten Salamander der Welt. Der Blauwal ist das größte Tier aller Zeiten. Er wiegt 200 Tonnen und wird bis zu 30 Meter lang. Seine Zunge ist ungefähr so schwer wie ein Elefant und sein Herz so schwer wie ein Auto. Aber er frisst nur winziges Plankton, um diesen riesigen Körper zu ernähren. Das hier ist ein gigantischer Keks. Ich mach keine Witze. Ein Unternehmen hat 2003 dieses Keksmonster gebacken. Er war 31 Meter breit und wog 18.100 Kilo. Und er war essbar. Sie teilten den Keks in kleine Stücke und verkauften sie in einer Gedenkbox. Es war ein Schokokeks, falls du es wissen möchtest. Was hältst du von diesem Monster einer Schnecke? Die Hand des erwachsenen Mannes ist nur zum Vergleich da.
Entweder sind diese Leute geschrumpft oder der Tisch ist zu groß. Ich wette, der Hund denkt, er sei noch ein Baby. Kein Anstehen mehr beim Tanken. Die Zaber, auch bekannt als die königliche Glocke, und eine Person davor. Die Hand von Jeff Dabe, einem Wrestling-Champion. Ich würde untergehen, wenn ich beim Schwimmen diese Feuerqualle sehen würde. Sie lebt im nördlichen Atlantik und im nördlichen Pazifik. Ist das ein Hut oder ein Zelt? Diese Kaffeetasse ist für Menschen, die morgens dringend ihren Kaffee brauchen und die sagen, es gibt nie genug Kaffee. Die Jackfrucht ist eine weit verbreitete Frucht auf den Philippinen, in Südostasien, Indien und Zentralafrika. Aber die schwerste Jackfruit der Welt wurde in Indien angebaut. Sie wog 43 Kilo und war 57 Zentimeter lang. Diese Blume heißt Rafflesia arnoldi und ist die größte blühende Blume der Welt. In den Regenwäldern Indonesiens wächst die seltene Art, die bis zu einem Meter groß und 7 Kilo schwer werden kann. Sie hat keine Blätter, Wurzeln oder Stängel, denn sie klammert sich an eine Wirtspflanze, um Wasser und Nährstoffe zu bekommen. Als nächstes kommt der größte Schneemann der Welt. Der Rekord wurde in einem österreichischen Skigebiet aufgestellt. Der frühere Rekord kommt aus Maine, USA. Diese Schuhe gehörten Robert Wetlow. Er war einer der größten Menschen mit fast 3 Metern. Seine Schuhe sind in ganz Amerika verteilt, weil er ein reisender Vertreter einer Schuhfirma war. Er kam in eine Stadt, schenkte dem örtlichen Schuhgeschäft einen Werbeschuh in der Größe 37 und zog dann weiter. Er wuchs sein ganzes Leben lang und seine endgültige Schuhgröße war 44,5. Denk an die größte Höhle, die du je gesehen hast. Ich wette, deine Höhle passt locker in diese Höhle in Vietnam. Sie misst nämlich 1,35 Milliarden Kubikfuß und ist doppelt so groß wie die zweitgrößte Höhle der Welt. Diesen Rekord zu brechen, wird also schwer. Sie ist vor 2 bis 5 Millionen Jahren aus löslichem Kalkstein entstanden. Schau dir diesen riesigen Vogel an. Er existiert allerdings nicht mehr. Diese Art wird Argentavis genannt. Sie lebte vor etwa 6 Millionen Jahren in Argentinien. Seine Flügelspannweite konnte bis zu 6 Meter betragen, aber seine Eier waren kleiner als Straußeneier. Wir haben mit einem der größten Pilze der Welt begonnen. Dieses Bild sieht zwar gewöhnlich aus, aber du siehst den größten Organismus der Erde, den Armillaria ostoiae oder Honigpilz. Du findest ihn im Malheur National Forest in Oregon. Dieser Pilz bedeckt mehr als 1500 Hektar. Stell ihn dir als lange Kette von Pilzen vor. Er lebt seit 8650 Jahren und hat sich im Boden ausgebreitet. Jetzt treten hin und wieder einzelne Pilze raus. Dieser Pilz wächst auch in Bäumen, und zwar in 112, laut einer Studie. Wegen der großen Fläche, die er bedeckt, gilt er als der größte Organismus der Erde. Jeder Strand braucht diesen Riesenschirm, der für die Emirates Happiness Journey im Jahr 2018 in den Arabischen Emiraten gebaut wurde. Er ist 24,5 Meter im Durchmesser.